Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ashen. Ich weiß nicht, sage ich euch schon zum dritten Mal nacheinander. Nach meiner grandiosen Flucht. Hammer and nail, rock and bone, sing in the light as you. Okay, das sind bloß wieder ganz normale Leute. Ich kaufe mir mal so eine mittlere Skoria-Menge. Dreimal. Damit mein Skoria gut angelegt ist. Ja, ich wollte ja schnell reisen. Zum Wegstuhl, ja, zum Webstuhl. Dann nehme ich mal lieber die Dingens, die Laterne. Das ist auch eine Menge von diesen Mönchen, aber da muss ich nicht mehr hoch. Da war ich ja schon. Irgendwo da drüben ist ein Dude. Da ist einer. Habe ich noch Speere? Das weiß ich gar nicht. Ah doch, ich habe noch 51, okay. Dann müsste ich diese einen Dudes, die hier wieder werfen, eigentlich recht gut wegmachen können. Zuerst getroffen. Der Webstuhl. Wo ist denn der andere? Der ist da unten. Ich muss die Überreste dann noch wegtun. Sonst benutze ich sie wieder versehentlich. So wie beim letzten Mal. Warum wirft er denn nicht? Oh, mit einem Leben gerade so überlebt. Da ist noch mal einer von den Fanatics. Okay. Der ist schon mal dead. Oh, da unten ist noch ein Speerdude, der diese Jagdspeere wirft. Au.
war nicht nett. Es war gar nicht nett. Ihr greift mich an, wenn ich mich an meiner Nase kratze. Ist es vorzustellen? Nice. Wenn ich die Maus kurz nach oben ziehe, dann gegen die falsche Ding werf. Ist das Cisna? Die sieht schon ein bisschen, ja, weird aus. Auf jeden Fall. Wenn es so eine Spinnenfrau ist, dann würde ich sagen, viel Spaß. Bosskampf garantiert. So ein Backstep fehlt mir hier irgendwie. So von hinten und dann einmal so bam, voll drauf. Mir gefallen auch die Raucherlaternen. Stirb. Oh, da oben ist auch noch was. Da kann ich noch die da mal anwerfen. Oh, ey, da hat's erwischt. Verdammt. Bin jetzt zu weit weg. Große Menge Skoria, okay. Das ist schon mal gut. Den Heiltrank sollte ich nicht nehmen, solange ich nicht noch Flaschen habe. Sapientwurzel, okay. Strong. Okay, well. Ich muss da irgendwie auf das Hausdach kommen. Aber ich werfe jetzt einfach nach da unten. Ich habe halt auch niemanden mehr, der mir natürlich helfen kann, darauf zu steigen. Aber weil ich komme auch so rüber. Nein. No. Ha. Knackender Speer. Nice. Jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Ich muss auch ein bisschen taktischer jetzt vorgehen. Nachdem ich jetzt keinen Begleiter mehr habe. Ich nur noch vier Flasks. Da ist so ein Schwerdude. Oh. Oh, 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 oh. Ja, bisschen taktischer. Ach, dammit. Fuck. War wohl nix.
glaube, ich nehme Jockel wieder. Wo ist Jockel? Da ist Jockel. Finde Malik. Könnte man die Axt eventuell noch verbessern? Wenn ich das Goria dafür hätte. Au. Das war aber nicht nett. Oh, der droppt was. Nice. Die können leider nicht ihre Waffen droppen. Das finde ich schade. Und wir sind ja leider nicht in Dark Souls oder Lords of the Fallen. Da war ich tatsächlich immer froh, wenn die ihre Waffen gedroppt haben. Das war der Typ von da unten. Und da noch mehr, ja. Sie halt fast nicht. Kann ich auch raufklettern. Inquisitionsschild. Oh, nice. Was ist denn das für einer? 60 Ausdauer minus 60. 55, 50. Ein effizient gestalteter Schild, das einst von einem latyrischen Inquisitor getragen wurde. Als das Licht verblasste, wandten sich die Menschen von Lapyrus gegeneinander und versuchten, jede Spur von Dunkelheit in der Bevölkerung zu zerstören. Sogar meine Seherkollegen wurden blind. Für alle, bis auf den Verdacht ihrer Nachbarn, Amara. Ach komm, nehme ich den Schild. Immer ganz interessant, das Ganze hier. Zack. Da hinten kümmere ich mich jetzt nicht. Aber da muss ich ja nicht mehr hin. Wow. Der ist tot. Oh, da komme ich schon ganz gut zurecht, eigentlich momentan. Hab ich das nicht vorhin auch schon gesagt? Ich komme hier ganz gut zurecht und dann bin ich tot.
voll den Headshot gegeben. Nein! Verdammt! In den Tod gestürzt. Lief so gut. Es lief so gut. Ich hätte mal Skuri holen sollen. Ich habe keine. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht so oft noch durch das Gebiet rennen. Nicht so wie bei diesem. Wie nicht in einem Nightstorm Island. Dass ich da die ganze Zeit immer von A nach B renne. Nur um wieder an einem Punkt zu sterben. Muss ich nachher auch noch machen. Spätestens wenn ich in der Fyrus bin. Weil dann denke ich mal, bin ich kurz vorm Ende. Aber das Game hat nicht so viele Bosse, finde ich. Finde ich irgendwie schade. So ein paar. Zwar schon so ein paar Mini-Bosse, aber. Weiß nicht. Weil größere wären schon nicht schlecht gewesen. Okay, die sind tot, die anderen. Das ist schon mal sehr gut. That's good. Vielleicht wieder den Dude mit den Speeren abwerfen. Ich verstehe das immer noch nicht. Der Kerl sieht mich, aber er greift mich nicht an. Auch wenn ich ihm zweimal einen Speer in den Kopf schmeiß. Mal gucken, ob die hier runterkommen oder sie fallen runter. Kommt, klettert alle runter. Was klettert denn Jockel jetzt einfach da hoch? Du hast einfach. Du gibst einfach die überlegene Position auf. Er hat zwar den High Ground, aber du hast den Low Ground. Wieso läuft. Wieso ist er jetzt runtergefallen? Ist er. Ohne Witz. Was ist das für Begleiter? Wieso springt der einfach darunter? Oh mein Gott. Oh. Ja, ich will jetzt schon nicht mehr, Leute. Ich will jetzt schon wirklich nicht mehr. Wieso muss es eigentlich immer Jockel passieren? Immer springt er diesen scheiß Abgrund runter. Bei diesem anderen Ding auch schon. Immer, man läuft diese. Ich laufe einfach diese Treppe hoch. Und er fällt jedes Mal runter in den Abgrund. Ist er so verlockend oder... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihm der Abgrund verspricht. Aber es muss recht interessant sein. Na, jetzt bin ich dead. Immerhin habe ich mein Ding schon wieder bekommen. Mein Skuria. Ach. Irgendwann werde ich darauf kommen, ich sag's euch. Irgendwann schaffe ich das.